Ich grüße euch alle recht herzlich. Mir und auch bestimmt dir ist bekannt, dass sehr viele Menschen mit Sorgen behaftet sind. Doch nicht nur das ist ein Thema, denn geht unser Blick nach draußen, zur Natur, ist dieses auch mit Sorge anzusehen. Das Jahr 2018 ist fast vorbei. Es ist Winterzeit. Und oft werde ich von meinen Kunden nach den Prognosen für das neue Jahr 2019 gefragt. Mit dem Wunsch, hoffentlich wird das neue Jahr ein besseres Jahr. Und bei jedem von uns ist dieser Wunsch sehr groß. Noch leben wir in unserem Land relativ sicher, während außerhalb des Landes viele Kriege und Zerstörungen walten. Eine Naturkatastrophe löst die andere ab. Und dem Mensch wird bewusst, wie hilflos er ist. Aber auch die Industriezweige und Machthaber beuten die Menschen aus, unterdrücken und nehmen Einfluss auf unseren Lebensraum. Ja, wir haben Probleme. Der eine mehr als der andere. Es gibt auch mehr gefährdete Existenzen. In den Schulen fehlen die Lehrer und Kranke wie auch ältere Menschen können nicht mehr ausreichend versorgt werden, weil es an Ärzten und Pflegepersonal mangelt. In der Politik geht es mehrfach um die eigenen Pösschen als um das Wohl der Bürger. Es herrscht eine latente Angst aufgrund der Zuwanderung, Terroranschläge und einem auf unsicheren Beinen stehenden Finanzsystem. Und da kommt die Hoffnung auf ein neues, beginnendes Jahr, der 1. Januar. Ein künstlich geschaffenes Datum, um die Hoffnung auf eine sichere Änderung. Kann man glauben, dass plötzlich am 1. Januar die Welt besser wird? Sicher ist, dass das wohl nicht so einfach ist, dass sich plötzlich alles zum Guten wendet. Die Menschen müssen hier ihren Beitrag leisten, jeder Einzelne, auch du. Es beginnt schon damit, umweltfreundlicher zu leben. Ich brauche da nicht ins Detail zu gehen, das weißt du selbst. Beginnen wir damit, mehr Respekt zu pflegen. Den Menschen gegenüber, die sozial vielleicht schlechter dastehen als wir, entfernen wir uns von der Wegwerfgesellschaft und leben bewusster im Verbund mit der Natur, den Menschen und den Tieren. Das kann ein Anfang sein, denn wir wissen, dass alles wieder zurückkehrt. Alles kommt zurück. Bei der Natur, bei Tier und Mensch. Mehr Vorsätze benötigen wir nicht für das neue Jahr. Und das wäre ein guter Anfang, so zu handeln. Und somit wollen wir ein sehr gutes neues Jahr erleben. Und das wünsche ich euch von Herzen. Eure Deria.